So, jetzt bin ich wieder am Steuer Das kann ja was und werden, du. mal gucken, was ich jetzt so gelernt habe. Ich habe gelernt, im Zweifel einfach alles über den Haufen fahren, wenn man eh genug Geld verdient. Aber noch haben wir nur 11.000 auf dem Konto. Ja. Wie lang fahren wir denn? Noch 132 Meilen. Das ist ja wahrscheinlich in den USA nicht so viel, ne? So, ich bleibe jetzt So, bestimmt irgendwo hängen jetzt wieder. musst du rechts rum. Ne, das Wie hat blinke ich gepasst. nochmal? Hier mit Ü und dem Plus, was direkt daneben ist. Ist das denn überhaupt wichtig, dass ich das mache? Eigentlich nicht, aber. Noch nie Probleme gehabt. Ist die Ampel überhaupt grün? Ja. Ja. Ist schön, dass Bisschen Pia. weiter die Kurve nehmen, sonst bleibst du gleich hängen. Wollen wir da erstmal sehen, wo bleibe ich denn hängen hier? Auf deinem Leben Ah. bleibst du hängen. Das hat alles perfekt gepasst. Das habe ich schon vorher kommen sehen. So. Jetzt muss ich hier links. Kann ich hier, darf ich überhaupt runter? Ja. Ja, darfst du. Musst du sogar. Oh, ich fahre etwas hier in den Busch rein. Ja, let's go. Ja. Wie gesagt, wenn du wieder auf die 1 drückst, dann ist sie an sich zentriert. Ach so, ja. Hatte ich schon wieder vergessen. Also, anders als bei einer echten Fahrschule bin ich jetzt hier fahrtechnisch auf mich allein gestellt. Der Ja. Fahrlehrer kann nicht eingreifen. Aber gucken, ob ich jetzt schadlos am Ziel ankomme. Klappt ja meistens nicht. So, wir haben noch 123 Meilen und 2,5 Stunden virtuelle Fahrzeit vor uns. Ja. Und dann sind wir erst in Barstow. Herr Lemmenrocker, fahren Sie mal hier ab. Ja. Dann sind wir erst in Barstow. Die Reise dauerte dann doch länger, als ich eigentlich gedacht hätte. Ja, scheiß Streckensperrung Wo soll immer, man ey. danach mal hinfahren? Also ich habe ja diese ganzen DLCs noch nicht gekauft und auch nicht installiert und auch keine Mods. Und ich war ja erst ein bisschen entsetzt, als ich gelesen habe, dass irgendwie nur Kalifornien im eigentlichen Hauptteil ist. Arizona war dann so ein kostenloses Upgrade. Nee, Kalifornien, Arizona und Nevada sind drin. Echt? Ja. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass Arizona erst nach dem Release irgendwie kostenlos hinzugefügt wurde. Aber es ist Also ja, wenn es du. ist ja nur selbst mit allen DLCs und allen Add-ons nur ein Bruchteil der wirklichen USA. Ja, Woran aber liegt das? es. Weil das einfach zu viel wäre, oder? Es. Du kannst jetzt übrigens mal den Tempomat anschmeißen. Wie geht das Auf nochmal? C. C. Der hält jetzt das Tempo, was ich jetzt Der gerade hält das habe. Tempo, was du gerade hast, bis du bremst. Gibt es sowas in echt auch? Ja, klar. Wie funktioniert das in echt? Der hält das Tempo, bis Stein du aufs Pedal bremst. legen, oder? Nee, der hält das Tempo, bis du bremst oder in die Kupplung Das haben aber trittst. nur LKWs. Nein, das haben auch Echt? massig PKWs. Echt? Ja, mittlerweile ist das fast Standardausstattung. Praktisch. So. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich in deinem Führerhaus rauche. Ist okay, mach das Fenster runter. Ist das hier ein Geisterfahrer? Nein, du Oh. musst bremsen. Und du musst hier auch abfahren. Oh, zu spät. Und schon wieder eine Sperrung. Alter! Ich wäre da eh nicht lang gekommen, oder wie? Du wärst ja eh nicht lang gekommen, ne? Ach, dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Ich dachte erst, das wäre ein Gespenst, Geisterfahrer. So, schöne Aussicht hier. Der pixeligen Grafik. So schlimm ist die Grafik nicht. Wäre die. Ich dachte, wenn ich jetzt alles auf volle Pulle stellen würde, wäre die wahrscheinlich auch nicht viel besser, oder? Ne. Das Spiel. Ich war mir erst gar nicht sicher, wie aktuell das Spiel ist. Es gibt ja noch keinen American Truck Simulator 2. Wollen die mal Teil 2 rausbringen, oder? Ich habe da noch nichts Du von musst hier gehört. runter. Oh, dass du es sagst. Ja, und dann Wie mache einmal. ich den Tempomat denn wieder aus? Ja, bremsen. Tu ich doch! Oh, Du Schaden. ja, du ja. Dafür, dass das jetzt ein ziemlich krasser Unfall eigentlich war, habe ich nur 1% Schaden erlitten. Der fährt mir Ja. jetzt hier noch hinten rein. Was ist das denn für ein Gremlin? So. Also der Tempomat ist jetzt aus. Der Tempomat ist jetzt aus. Da wird es bestimmt wieder irgendwo hängen. Der Auftrag fuckt mich ab, diesen Riesenauflieger. Ich hätte gedacht, dass das nicht passt. Aber passt doch. Bin ich jetzt einfach mal nicht. Also komplett schadlos habe ich es jetzt mal wieder nicht geschafft.
Aber trotz, dass ich da bestimmt mit 30, 40 km reingebrettert bin, nur 1% Schaden. Wie komme ich jetzt gerade kaum voran? Woran liegt das? Zu wenig PS für zu viel Steigung. So. Wahrscheinlich musst du jetzt direkt die nächste Ausfahrt wieder nehmen. Das Spiel läuft jetzt zumindest flüssiger, wenn ich mich mit der Maus umgucke. Also ich bin jetzt mal mit der richtigen Maus. Mit dem Touchpad konnte ich mich hier überhaupt nicht umgucken. Das ist zumindest mal... Was hast du gerade gesagt? Ich glaube, bei der nächsten Abfahrt musst du... Also jetzt nicht direkt, sondern... Ach, ich blinke sogar. Wow. Blink Los Angeles. Und jetzt direkt die nächste runter. Rechts? Jetzt rechts. Falsche Taste gedrückt, der blinkt nämlich nicht. Die Ausfahrt ist gesperrt, mal wieder. Was? Alter! Wo liegt das denn? Dann fahr einfach durch. Kann man nicht. Scheiße, ist abgesperrt. Was würde denn passieren, wenn ich da jetzt mit voller Geschwindigkeit voll reinbrettern würde? Dann würdest du wahrscheinlich 40% Schaden haben. Aber da wir keine Schadensmodelle haben, würde das Auto von denen sich nicht von der Stelle rühren, oder? Nee. Also gar nicht? Nee. Ist ja ein bisschen... Da ist noch Luft nach oben bei dem Simulator hier. Wenn wir jetzt bei der nächsten Möglichkeit wieder ein... lass mal kurz auf die Karte gehen. Hm? Dass wir irgendwie eine Umleitung finden. Was ist denn Plaster and Sons? Ja, dann fahren wir einmal hier oben rum. Ja. Beziehungsweise... Ja. Ach, du kannst selber die Route da programmieren, genau. Quasi. Aber ist das Spiel nicht schlauer als du quasi? Als ja, aber Spieler? Der schickt uns ja die ganze Zeit über die gesperrten Routen. Ja. Ne? Also, diese Auffahrt hier ist gesperrt, da hätte er uns jetzt also langgeschickt. Also, ist der Navi zu dumm, diese um das hier zu ist checken. Gesperrt. Der hätte er uns langgeschickt. Also, von daher müssen wir jetzt wirklich außen rumfahren und schaffen wahrscheinlich den Auftrag nicht mehr rechtzeitig. Jetzt nur wegen den ganzen Scheiß gesperrten Ausfahrten? Oder weil man selber einen Fehler gemacht hat? Nee, wegen den Ausfahrten. Das weiß man vorher nicht. Und was passiert jetzt, wenn der Auftrag schief geht? Also ist der schon definitiv gescheitert, oder? Ja, dann musst du... dann kriegst du weniger Kohle für. Ach so, ist aber... Ist jetzt nicht so, als würden die Ware dann gar nicht mehr haben wollen. Es gibt nur wegen der Verspätung etwas Abzüge. Genau. Ist das denn eventuell noch zu schaffen? Mal gucken, wir fahren noch 4 Stunden und die wollen die Fracht in... Da steht Restzeit 0 Minuten. Die wollten die Fracht schon haben, also... wir sind jetzt schon 8 Stunden zu spät. Wir können jetzt den Auftrag auch abbrechen. Bin ich gerade Wir also, könnten den wir Auftrag auch abbrechen. Weil wir überhaupt nichts mehr kriegen würden. Was machen wir da mit den ganzen Haushaltswaren? Wir lassen die einfach stehen. Schmeißen wir in den Fluss irgendwo. Ja, genau. Also, weil wir jetzt schon eine Stunde... Wie kann das denn sein? Haben wir das nicht bemerkt eben? Weil wir jetzt schon eine Stunde zu spät sind und wie lange fahren wir jetzt noch? Noch 4 Stunden? Dann wird es halt gar nichts mehr geben, oder? Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Ich wollte unbedingt Barstow sehen und die Geburtsstätte von dem Pulitzerpreissieger. Du musst jetzt gleich abfahren. Ja, dann... Wie bricht man das jetzt ab? Bremse erstmal. Sonst landest du gleich in der Leitplanke. Abbrechen tut man das, indem du auf F6 drückst. Und dann einmal Enter. Oh, nochmal einmal die Tupperdosen kaputt fahren, bevor wir sie jetzt in den Fluss schmeißen. Auftrag abbrechen, Enter. Sicher, dass du den jetzigen Auftrag abbrechen möchtest. Das wird eine Strafe in Höhe von $12,000, so viel haben wir doch gar nicht. Okay, dann fahr zu Ende. Dann fahr den zu Ende. Ja, dann nein. Was würde jetzt passieren, wenn ich Ja drücken würde? Weil so viel Geld hätten wir ja gar nicht. Ja, müssen wir dann Sparschwein AG anrufen? Oder? Irgendwie sowas. Ja. Nein, dann fahren wir es lieber zu Ende. Dann fahre ich das jetzt lieber... Ja. Fahre ich das jetzt lieber umsonst. Genau. Als dass ich noch draufzahlen muss. Mhm. Vor allem einen Betrag, den wir gar nicht haben. Richtig. Wir fahren die goldenen Tupperdosen von McQueen. Barstow. So, das ist aber auch noch relativ lang. 170 Meilen, 3,5 Stunden in Game Time. Wie viel ist das in Echtzeit?
Ich glaube, eine Stunde sind irgendwie 6 Minuten oder so. Das ist, glaube ich, 1:10 oder sowas skaliert irgendwie so den Dreh. Ich weiß es nicht genau. Ja, ich werde mal zwischendurch mal irgendwann irgendwo halten, kurz. Mal jetzt erstmal weiterfahren. Auf diesem Radiosender läuft jetzt aber auch nur so entsetzliche Scheiße. Dorfdisco-Musik. Ja. Ich war an Silvester nachts noch in der Dorfdisco in Sandfort, da lief auch nur den ganzen Abend nur solche Musik. Und das war absolut furchtbar, deswegen. Also auch nicht mal irgendwie ein lustiger Schlager oder so, nur so, wie nennt man dieses Genre, was hier gerade läuft? Assi R&B oder so. Ja, Elektro-Pop. Keine Ahnung. Elektro-Shit-Pop. Auf jeden Fall nichts, was die lieben Löwen oder Black Hole Bomb irgendwie machen würden. Ja, also es war wirklich... Oh, da steht Barstow zumindest schon auf den Vergessschildern, dann können wir gar nicht mehr so weit weg sein. Ich merke immer erst zu spät, wenn ich abbiegen muss und bretter dann regelmäßig in die Leitplanke. Oh, jetzt habe ich zu stark gebremst. Ich wurde neulich gefragt, ob ich das Spiel auch mit einem echten Lenkrad spielen würde. Habe ich gesagt, nein, dafür bräuchte ich einen besseren Laptop, weil das bei der Ruckelgrafik wahrscheinlich nicht so. Sind das die Bullen? Ja. Puh, hinterher. Weiter. Ich habe ja nichts falsch gemacht, ausnahmsweise. Richtig. Speed Limit 30. Speed Limit im AZ Mühlheim ist auch 30. So, hier ist ein Motel. Soll ich denn mit diesem Auflieger hier um die Kurve kommen? Ja. Immer schön weit die Kurven nehmen. Was haben wir denn überhaupt? Du hast jetzt auf E gedrückt. Was ist E? Motor an und aus. Oh. Passiert. Ja, wenn das 12.000 kosten würde, haben wir wahrscheinlich sehr viele Haushaltswaren hier. Wir können ja im nächsten Auftrag mal irgendwas Brisantes liefern, irgendwie Plutonium oder so. Ja, dafür musst du dann die Gefahrstoffe freischalten. Ich muss die erst freischalten? Wenn du auflevelst, ja. Boah, war das knapp. Donnerwetter. Das war alles so geplant. Ja. Als Show-Element. Also freischalten im Spiel oder freischalten im Sinne von, ich muss ein DLC kaufen? Nee, freischalten im Spiel. Boah, das wenn war du ein knapp. Neues Level kriegst, dann hast du ja ganz oben die verschiedenen Gefahrstoffklassen, die du dann... Was ist das Gefährlichste, was man transportieren lernen kann? Oh, keine Ahnung. Also, ich mache auch immer am liebsten erstmal Fernfahrten und Gefahrstoffklassen. Oh. Also, wir sind jetzt schon 12 Stunden zu spät oder so. Oder 10, oder ich weiß nicht, wann wir hätten da sein müssen. Wellenrutsche. Ah, das ist wie bei Mario Kart. Wario Colosseum vom N64, oder wie hieß die Strecke? Ja. Ist man auch mal über sowas gefahren, konnte immer. Oh, mein Schwager hat zu Weihnachten von meiner Schwester eine N64 gekriegt mit Mario Kart. Haben wir dann erstmal. Ein echt originales N64 oder gibt es mittlerweile auch N64 Mini? Nee, originales. Und da haben wir das dann erstmal bei uns zu Hause ausprobiert. Ah, das sind keine Tumbleweeds. Tumbleweeds. Keine Tiere. Ja, und dann habt ihr Mario Kart 64 gespielt. Ja. Und mein Neffe ist irgendwie nicht wirklich drauf klargekommen, dass man mit dem Joystick steuert und nicht das Gamepad als Lenkrad benutzt. Ach, echt? Ich wurde jetzt auch, wir haben Mario Kart 8 an Silvester oder haben am Vortag von Silvester gespielt und hatten im Vorfeld der Reise auch mal irgendwie drüber, nee, stimmt, genau als ich auf dieses Spiel hier angesprochen wurde, wurde ich gefragt, ja, fährst du denn auch wie bei Mario Kart mit so einem Lenkrad? Und dann hat er gesagt, hä, was heißt wie bei Mario Kart? Ich bin noch nie bei Mario Kart mit dem Lenkrad gefahren. Das ist die Generation Wii. Die, ja, auf der Wii kannst du das halt so als Lenkrad nutzen. Ja, auf der Mario Kart 8 auf der Wii U, beziehungsweise was ja auch auf der Switch rauskam, konntest du, glaube ich, auch mit Bewegungssteuerung spielen, was aber auch de facto, glaube ich, keiner gemacht hat. Ja. Ja, auf jeden Fall. Früher hat man noch mit dem Joystick gespielt. Hier spielt man das
bin ja kein großer PC-Gamer, das erinnert mich noch am ehesten an die 90er, hier mit Tastatur Rennspiele zu spielen. Mhm. Wenn man das ja als Rennspiel bezeichnen möchte. So, muss ich jetzt mal irgendwo anhalten? Nee, Tank ist noch voll. Tank ist noch gut voll. Typ ist noch wach. Ja, ja. Also, da haben wir überhaupt keine Probleme im Moment mit. Was ist das denn hier? Du solltest vielleicht denken. Ja, gucken wir gerade mal hier. Klingt an. Du fährst die ganze Zeit auf dem Standstreifen, Digga. Echt? Oh. Ja. Ich glaube, du hast mir doch wirklich was in Tee getan hier. Meinst du, dein alkoholfreies Hansa-Pilz ist nicht so alkoholfrei, wie du dachtest? Bin mir nicht sicher. So, aber wir sind ja wirklich hier im absoluten Niemandsland. Ja. Wahrscheinlich haben die als erstes diese Bundesstaaten hinzugefügt, weil man da einfach nicht viel, viel Na, Arbeit ich hat. Ich glaube, Massachusetts wäre schwieriger gewesen. Oder gibt es auch bis heute. Es gibt nur Westküste und irgendwas in der Mitte der USA, oder? Ja, wie gesagt, die Westküstenstaaten, also Washington, Oregon. Das hat mich immer verwirrt, dass Washington an der Westküste ist. Weil das ist ja nur der Staat Washington, der hat ja mit der Stadt gar nichts zu tun, richtig. Oder? Richtig. Ja. Die Stadt Washington DC ist eher so Maryland. Also irgendwie zwischen Maryland und Pennsylvania. Wie kommt das zustande, dass die Hauptstadt Washington einen gleichnamigen Bundesstaat hat, aber komplett auf der anderen Seite liegt? Oder? Das ist verwirrend. Die wollten halt möglichst viel nach ihrem ersten Präsidenten benennen, ne? Ich meine, es gibt auch irgendwie 20 Springfields in den USA, also von daher. Ja. Nee, ich dachte immer, Washington, der Bundesstaat, wäre da, wo die Stadt ist, die genauso heißt, aber nee. Irgendwann erst gemerkt. Ja, Bundesstaat Washington ist so Seattle. Ja. Die Supersonics gespielt haben. Ja. Detlef Schrimpf. Wo heute noch die Seahawks spielen. Ja. Die sich mal richtig hart ficken sollen, weil wenn sie gegen die 49ers nicht verloren hätten, dann wären die Green Bay Packers auf Platz 1 der NFC gewesen. Ist jetzt nicht wieder Super Bowl? Wenn das was mit deiner Aussage zu tun hat. Ja, jetzt dieses Wochenende sind die ersten Playoff-Spiele. Aber Super Bowl ist immer im Januar, oder? Super Bowl ist immer erstes Februarwochenende. Ach so. Wir hatten jetzt im Urlaub an Silvester noch geredet, wer jetzt Super Bowl gucken würde, auch wenn er sonst kein Football guckt. Da habe ich gesagt, das wäre immer im Januar, aber habe ich jetzt auch wieder was dazugelernt. Ist eigentlich immer erstes Februarwochenende. Also jetzt sind erstmal 3 Wochen Playoffs, dann eine Woche frei und dann Super Bowl. Wer ist in diesem Jahr der Favorit? Favorit? Die New Orleans Saints sind ziemlich stark. Die San Francisco 49ers sind auch ziemlich stark. Allerdings kann nur einer von beiden in den Super Bowl kommen, weil sie beide in der NFC sind. Und in der AFC sind ganz klar die Baltimore Ravens vorne. Wobei man die Patriots natürlich immer mit auf der Rechnung haben muss. Wen tippst du? Ich als Fan dieser Mannschaft tippe natürlich auf die Green Bay Packers, die vor allem in der... Ja, jetzt am 3. Januar, wir werden ja sehen, ob das am Ende stimmt. Ich schaffe es noch rechtzeitig zu bremsen. Ja. Die Green Bay Packers haben ja halt jetzt den Vorteil, dass sie die erste Runde nicht mitspielen müssen. Dadurch, dass sie Zweiter in der NFC geworden sind. Ja. Das finde ich aber... Insgesamt, um wieder aufs Spiel zurückzukommen, relativ schade, dass dann halt so diese ganzen Midwest-Staaten, so Wisconsin oder Minnesota oder sowas, nicht mit dabei sind. Kommt vielleicht noch. Kommt bestimmt noch. So, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange dieser Part schon geht, aber da ich nur noch 24 Meilen zu fahren habe, würde ich das jetzt mal noch beenden. Ja, wir fahren das noch zu Ende. Dann kaufen wir uns einen neuen Truck. Kriegen wir denn dann überhaupt noch was oder müssen nur keine Strafe zahlen? Ich denke, wir kriegen noch was. Ach. Selbst wenn es nur irgendwie $2,000 sind.
irgendwas besser, werden wir aber kriegen. Wird auf jeden Fall besser als 12.000 Strafe sein. Ja. Wären wir dann Game Over, wenn wir die 12.000 Strafe zahlen müssten, kann man hier Game Over gehen? Ah. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssten wir dann einen Kredit aufnehmen. Das müssen wir aber gleich. Es wurden mehr, schon mehrere angeboten. Ja, wir müssen gleich sowieso, um einen eigenen Truck zu kaufen, müssen wir sowieso einen Kredit aufnehmen. So, Barstow ist schon Navi zu sehen. Fahr weiter. So, nächste musst du dann runter. Ich glaube, du blinkst gerade noch in irgendeine Richtung. Siehst du es denn? Ja. Ja, wenn du ein bisschen weiter runter gehst, da siehst du es. Den Radiosender wechseln, das ist ja furchtbar. Ja. Erster Aufenthalt in Barstow. Boah, das war eng. Ja. Eng, aber gekonnt. Oh. Das war nicht gekonnt. Nee. Übermütig. Liegt da denn auf der Straße? Hat er da hingekotzt? Und liegt hier. Wahrscheinlich nachdem er mit dir mitgefahren ist. So. Ist schon öfters passiert. So. So, die heiß ersehnten Haushaltswaren werden jetzt in Barstow geliefert. Geliefert. Ja. So, hier vorne ist das Ziel. Bei welcher Firma ist das? Die richtige auf jeden Fall. Ja. So, Entschuldigung, wir sind wie viele Stunden zu spät? So, mal gucken, wo wir so die Ladung stehen haben wollen. Ach, okay, das kriege ich niemals hin. Solange ich hier am Steuer sitze, würde ich einfach sagen, sorry, ich bin in Eile. Das ist jetzt eh ein Auftrag, der in Sand gesetzt wurde. Wir haben 855 Meilen hinter uns gelegt. 30 Stunden sind wir gefahren. 162 Gallonen verbraucht. Kriegen 8.000 immer noch. Immerhin kriegen wir 7.006 Dollar. Für all die Unpünktlichkeit, was auch nur 5,5 Stunden waren, nur 969 Dollar abgezogen. Und 719 zu Schäden. 2% Schaden an weil wir ein paar Tupperdosen kaputt gefahren haben. Ja. So. Gefahrgut, ne, kannst du hier explosive Stoffe, kann ich gleich Dynamit. Gase, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Feststoffe, toxische und infektiöse Stoffe oder ätzende Stoffe. Ich würde sehr gerne Dynamit fahren. Dann nehmen wir doch Explosivstoffe. Ja, gut. Dann beenden wir dieses. Dann beenden wir den Teil. Nein, welche Taste muss ich drücken?